Stellt euch vor, ihr habt den Partner eures Lebens gefunden. Ihr tanzt euch wortwörtlich durchs Leben und jeder Tag fühlt sich einfach richtig an. Ihr seid euch sicher, das ist das Liebesglück eures Lebens. Dieser Partner ist der eine. Ihr gehört zusammen. Dann steht euer großer Tag an, die Hochzeit. Ihr habt eine riesige romantische Location gemietet, gemeinsame Bilder aufgehangen und natürlich alles mit Blumen verziert. Ihr steht am Altar, ihr könnt es kaum erwarten, dass euer Partner kommt und diesen Tag perfekt macht. Aber das passiert nicht. Er taucht nicht auf. Euer The One hat euch vor dem Altar stehen gelassen. Und nein, ich rede hier nicht von einer dramatischen Netflix-Rom-Com, sondern von Just Dance. Ja, ihr habt richtig gehört, von dem Tanzspiel von Ubisoft. Das Tanzspiel von Ubisoft bietet Lore und die hat es wirklich in sich. Ich möchte mit euch in das Liebesdrama von The Bride und Rasputin eintauchen und mal schauen, was zwischen den beiden passiert ist. Sie waren so innig. Was ist dann passiert? Ist Rasputin ein Betrüger? Hat er kalte Füße bekommen, wie das Ende eines Songs suggeriert? Oder steckt vielleicht eine düstere Macht hinter seinem Verschwinden und könnte er sogar ein Held sein? Bloß nicht für seine Braut. Holt euch ein Getränk eurer Wahl, lehnt euch zurück, die Storytime beginnt. The Bride hatte ihren ersten Auftritt in Just Dance in Hot and Cold, Rasputin im darauffolgenden Titel mit dem gleichen Songnamen von Bonnie M. Übrigens, bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine Lore in Just Dance, das haben die beiden aber verändert. In Just Dance 2019 tanzen beide als erstes Coach-Pärchen der Just Dance-Geschichte gemeinsam den Maroon 5-Song Sugar. Nun, und wir brauchen auch nicht wirklich tiefgründig zu analysieren, dass dieser Song einfach zeigt, dass beide in love sind. Das suggerieren nicht nur die Herzen überall und die innige Tanzschritte, sondern auch die Hochzeitstorte, auf die Rasputin The Bride zum Schluss trägt und ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Sind sie nicht goldig? Ja, und so süß geht es auch weiter. In Just Dance 2022 tanzten sie auch in Last Friday Night von Katy Perry. Die Tänzerin Liza Friday feiert ihr Debüt und ist offensichtlich noch ein bisschen schüchtern und unsicher. The Bride nimmt sie am Anfang an die Hand und hilft ihr mit ihren alten Tanzschritten von Hot and Cold aus. Nachdem Liza in den Tanz eingefunden hat, lässt The Bride ihr die Bühne und verschwindet im Hintergrund. Während ein anderer Charakter, Mr. Overload, versucht mit ihr zu flirten, ignoriert sie ihn komplett und hat nur Augen für einen Mann. Rasputin. Sie verschwindet mit ihm auch kurzzeitig aus dem Bild, um dann wieder mit seinem Bart aufgeklebt zu erscheinen. Ja, das ist mal eine andere Art von Liebe, I guess. Bis hierhin sieht alles super für das Liebespaar aus und es steht ihr großer Tag an. Aber der Song von The Bride in Just Dance 2023 zeigt schon, dass irgendwas passiert ist. Sie tanzt Ava Max Sweet But Psycho. Nun, ihr werdet sagen, ja, ist ja auch ein Banger, den kann man ja auch mal tanzen. Nun, schaut euch mal bitte The Bride an. Sie hat optisch schon sicher ein wenig verändert. Das Hochzeitskleid von ihrem ersten Auftritt scheint auseinandergerissen zu sein und offenbart einen Lederbody oder Latex, I don't know. Ihre Haare sind knallrot gefärbt und sie hat einen Max-Cut. Ihr Make-up ist dramatisch zerflossen und auch wenn vielleicht das nicht gerade die Zeit ist, ich liebe ihr Outfit. Am Anfang von Sweet But Psycho sehen wir eine Hochzeitstorte mit Rasputin und The Bride. Allerdings fällt Rasputins Figur herunter und wir sehen The Bride, wie sie die Hochzeitslocation auseinandernimmt. Sie zerreißt gemeinsame Pärchenfotos, zerstört das Bankett und zerschlägt Fensterscheiben mit den Reflexionen von den beiden aus dem gemeinsamen Song Sugar. Der Song endet mit der Hochzeitstorte, auf der nur noch die Figur von The Bride zu sehen ist. Doch bevor der Song endet, zoomt die Kamera heraus. Es vergeht etwas mehr Zeit, The Bride ist nicht mehr da, aber wer anders taucht komplett verwirrt auf? Rasputin. Hat er seine eigene Hochzeit vergessen oder kalte Füße bekommen und sich dann entschieden, noch einmal vorbeizuschauen? In seinem Song aus dem neuesten Just Dance von 2024 tanzt er zu dem Banger-Song von Fall Out Boy, I Am My Own Muse. Und Leute, ich fand das Outfit von The Bride ja schon mega, aber sein Outfit.
Er tanzt durch die zerstörte Hochzeitslocation, wirkt zwar traurig, aber er hat sich ein Ziel gesetzt, alles wieder aufzubauen. Wir sehen, wie er die Fotos wieder zusammensetzt, die Fensterscheiben fixt und er zum Ende es sogar schafft, alles fast wieder zum ursprünglichen Zustand zurückzubringen. Aber The Bride taucht im ganzen Song nicht auf, nur eine Vision von ihr. Was ist also passiert? Rasputin scheint noch an The Bride zu hängen und möchte die Beziehung aller Voraussicht nach reparieren, während The Bride sich verlassen gefühlt hat. Nein, auch wenn es nahe liegt, Rasputin hat The Bride nicht betrogen. Ja, er tanzt auch in einem anderen Song mit einer anderen Tänzerin zusammen, aber das ist laut Just Dance nur eine alte Freundin. Ein Fun Fact am Rande, das Just Dance Team hat eine Lore-Beauftragte. Not kidding. Eine Lore-Beauftragte. Was für ein geiler Job. Ich vermute eher, dass eine große Macht hinter Rasputins Fehlen steckt, von der The Bride nichts wusste. Denn in Just Dance 2023 treibt eine Person ihr Unwesen, die Coaches aus Just Dance verzaubert und unter ihre Kontrolle bringt. Night Swan. Eine Balletttänzerin, die Fanat ist, die Perfektion auszuleben. Wenn sie die Chance hat, verzaubert sie jeden Coach in eine vogelähnliche Gestalt und zwingt diese dazu, alle Tänze perfekt zu tanzen. Nicht geschafft, dann ab ins Gefängnis. Und genau dieses sehen wir in dem ikonischen Song Telephone von Lady Gaga und Beyoncé. Just Dance schafft es hier geschickt, das originale Musikvideo mit der Lore von Just Dance zu verschmelzen. So sehen wir in einer Aufnahme die Hände von Night Swan, die Lady Gaga Coaches wie Marionetten manipuliert. Fun Fact, wir sehen hier wirklich viele ehemalige Coaches von Lady Gaga Songs, wie beispielsweise die von Born This Way, Bad Romance, John Wayne oder auch Judas. Aber eine Person scheint sich aus der Trance befreit zu haben, Ikona, die Tänzerin von Just Dance, ja, quasi der Ursprung des Spiels. Sie redet mit jemandem am Telefon, wodurch sie es schafft, die Scheiben ihrer Gefängniszelle zu zerbrechen und alle Coaches zu befreien. Mit wem Ikona telefoniert hat, ist nicht klar. Die Entwickler sagen, dass es jemand aus einem anderen Song von Lady Gaga sein könnte oder jemand, der in den Buntglasfenstern im Song Just Dance gezeigt wurde. Und ja, ratet mal, wer auf einem Bild dort verewigt ist. Rasputin. Vielleicht ist Rasputin aufgebrochen, um die Coaches zu retten, ohne The Bride etwas davon zu erzählen. Allerdings hat er länger gebraucht, als er gedacht hatte. Denn wenn er es wirklich geschafft hat, die Coaches ausbrechen zu lassen, denkt ihr, dass Night Swan das einfach so mit sich machen lassen würde? Nein, ich vermute, er war eine lange Zeit ihre Marionette, bis er ausbrechen konnte. Aber davon wusste The Bride nichts, weswegen sie verletzt und wütend alles zerstört hat, was Rasputins Namen trägt. Was wirklich passiert ist und wie die Liebesgeschichte weitergeht, wissen wir nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das Just Dance Team schon noch ein paar Ideen hat, wie das Liebesdrama enden könnte, ob positiv oder negativ. Ich bin sehr gespannt. Zusätzlich hat es euch auch gewundert, wie tiefgründig Just Dance ist. Ich habe die ganze Thematik rund um Night Swan nur ein bisschen angekratzt. Es gibt beispielsweise auch Zeitreisende in Just Dance und auch jemand, der aus unserer Realität in das Universum von Just Dance transportiert wurde. Wenn euch das mehr interessiert, lasst es mich gerne wissen, dann mache ich Folgevideos dazu, denn diese Lore hat mich echt ein bisschen gehuckt, muss ich sagen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, lasst gerne ein Like da und ein Follow, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!